Matthias Scherz. Scherz heute als einzige Spitze etwas dahinter gestaffelt. Albert Streit und Lukas Podolski. Scherz. Schwacher Abschluss hier. Sein etwas schwächerer, sein linker war es. Und mit dem Linksfuß seines Präsidenten, da hätte es vielleicht geklappt. Wenig gelungene Spielzüge danach auf beiden Seiten. Am bemerkenswertesten noch das Aufwärmtraining von Oliver Kahn und die Flugeinlage von Lucio auf den Schoß von Ali Karim. Das ist Matip und dann ist der Platz da für Scherz. Matthias Scherz, da ist er und diesmal hat er den Ball auf dem rechten Fuß. 1-0. Eckball Deißler. Zunächst geklärt und dann Sagnol. Die schlechte Faustabwehr von Wessels. Mokhtari schlägt den Ball nicht weg. Ballack und dann Ismail. Mokhtari vertändelt das gute Auge von Ballack und den muss er machen. Ismail. Auf der Trainerbank gute Miene zum immer druckvoller werdenden Spiel der Bayern. Freistoß Bastian Schweinsteiger. Rahn noch am Ball. Und dann Lucio, 1-1. Eckball Sebastian Deißler. Und da ist er, Michael Ballack. Und da war die Bayern-Führung. Eckball Mokhtari. Und dann Alpay gegen Kahn. Und der wurde noch mal richtig gefordert von ihm hier, von Alpay. Die Moral, sie stimmte beim 1. FC Köln. Aber nicht jeder hat einen Michael Ballack. Aber vielleicht ging ja doch noch was. Der eingewechselte Gramozzi, Zweikampfsieger im Mittelfeld gegen Ballack. Auf den eingewechselten Helmes. 1-1, Helmes gegen Kahn und Helmes fällt. Und Kahn zeigt an, was er davon hält. Er fordert eine Karte für Helmes und Wagner zeigt sie ihm. War das okay? Wir schauen hin und Kahn berührt Helmes wohl gar nicht. Also eine richtige Entscheidung. Und wieder einmal viel, viel aufzuarbeiten nach einem Spiel gegen die Bayern. Es gab eine Szene, wo der Kollege Helmes aus Köln auf sie zugerannt gekommen ist mit Ball. Wie haben Sie die gesehen? Ja, ich weiß nicht, aber es waren mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Meter Abstand zwischen uns beiden. War keine Schwalbe, ich komme ins Fallen und was soll ich machen? Soll ich weiter gegen die Bande laufen? Was sagen Sie zum Oliver Kahn, der da ein bisschen vehement eine gelbe Karte für Sie fordert, nicht ganz sportlich, oder? Interessiert mich aber nicht, er kann machen, was er will von mir. Ja, jetzt im Nachhinein tut es mir ein bisschen leid, auch, aber wie soll man sagen, ich will den Spieler ja auch nicht zu arg in den Senkel stellen, aber ich kann natürlich nicht 3 Meter vor mir und dann abheben und dann 2 Meter an mir vorbeifliegen, ohne dass ich auch nur den Hauch einer Berührung stattgefunden habe. Oliver Kahn verbringt zunächst einen ruhigen Tag. Vor lauter Langeweile wirft er sich nach einem Ball, der 10 Meter am Tor vorbeigegangen wäre. Ja, ich habe mich in der ersten Halbzeit ein bisschen im Rücken Probleme gekriegt, als ich da so einen Ball, der zum Eckball geht, noch bekommen wollte und habe dann Schmerzen gehabt, habe mich dann behandeln lassen müssen in der Halbzeit. War mir nicht ganz sicher, ob ich hundertprozentig fit bin, aber der Bernd wollte dann immer wissen, ob es geht, weil wir ja dann noch zum dritten Mal auswechseln wollten. Mit Bernd ist Ersatztorwart Bernd Dreher gemeint, der immer wieder erfahren wollte, ob er sich die Handschuhe anziehen soll.